Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Star Wars Jedi Knight Jedi Akademie. Weiter geht's. Wir sind jetzt gerade auf einer neuen Ebene angekommen. Meine Vermutung, hier sind die Geschütztürme, mit denen wir die Jäger abknallen können. Und genau, ich hatte offenbar recht. Ja, ich habe es ja bereits gesagt. Ich habe das Spiel schon durchgespielt. Da verfügt man über derartige Informationen. Ach, du das Leben. Ich will eigentlich... Genau. Kleines Minispiel. Ah, na komm schon. Hallo. Jappa. Das ist nicht gut. Ja, das ist es echt nicht. Jetzt komm doch näher. Okay, das kriegen wir so nicht hin. Wir müssen uns eine andere Geschützstellung suchen. Hier war ja vorhin ein Fahrstuhl. Den benutzen wir jetzt einfach mal und fahren etwas weiter nach oben. Vielleicht finden wir dort noch was oder wir springen einfach. Das geht schneller. Hallo, gute Nacht. Oh, 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 oh. Aha. Ah, perfekt. Guter Schuss. Yes, sir. Schnell speichern. Ich bin fertig. Trifft mich bei der Claw. Ja. Oh. Ich und mein Orientierungssinn, Kyle. Da kennst du mich aber ganz schlecht. Jetzt dürfen wir erstmal zurückfinden. Oh, super. Das wird richtig spaßig. Hallo. Oh, Scheiße. Ah, ja, ja. Ich bin fertig. Trifft mich bei der Claw. Ich habe schon bessere Auftritte abgeliefert. So viel steht fest. Wer ist da? Ah, okay. He's dead. Oh, 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 nix da, nix da. Wenn der Teil mal hochfährt, ach, ist schon leer. Gut. Kommt da überhaupt was hoch? Ja, es kommt was hoch. Yay. Ja, ist schon gut. Ist schon gut. Also wir können ja auch mit einem Lichtschwert kämpfen, aber unseren Skill haben wir so nicht drauf. Hätte mich jetzt auch ganz schwer gewundert. Wäre ja leicht übertrieben gewesen. Gut. Gehen wir mal hier lang. Wir werden schon irgendwo hinkommen. Genau, da ist der Hangar. Oh, ich fürchte, der Kyle hat irgendwie Probleme. Ja, was ballert der auch rum? Du bist ein Jedi. Mach Blitze, so wie ich. Und Schub, damit sie umfallen. Und dann Stechilein. Ja, ich scherze nicht, du scherzt hier. Oh, der letzte Move war jetzt nice. Und eine Sequenz, die eher selten vorkommt. Ach, die habt einen Selbstjäger, okay. Das war knapp. Ich habe Luke die Informationen über Biss gegeben. Ach übrigens, gute Arbeit. Ach, danke für das Lob. Luke und ich haben versucht herauszufinden, was Tevion mit Ragnos Zepter vorhatte. Aber bis jetzt hatten wir kein Glück. Hör du dich auch um. Jojo, mach ich. So, womit geht's weiter? Die Waffenvernichtung auf Ort Mantell. Diese Mission werden wir wahrscheinlich überspringen, da ich diese Mission überhaupt nicht mag. Dann nehmen wir jetzt allerdings welche Mission? Die Tarnvernichtung auf Yalara. Die war nice. Unser ortsansässiger Jedi-Gelehrter Tione fand Informationen über den Planeten Yalara raus. Der Planet war einst die Heimat einer friedlichen und primitiven Spezies, die noch nicht bereit war, in die galaktische Kultur integriert zu werden. Aus diesem Grund erschuf der Jedi-Meister Broden Cal Verdox aus der Energie des Planeten eine Tarnvorrichtung, um den Planeten vor seiner Entdeckung zu schützen. Doch jetzt hat jemand Yalara entdeckt. Was ist denn los mit mir?
Doch jetzt hat jemand Yelera entdeckt. Begib dich nach Yelera und finde heraus, ob schon jemand dort war. Wenn die Gefahr besteht, dass jemand die Tarnvorrichtung stehlen könnte, solltest du sie besser zerstören. Macht Sinn. Diese Tarnvorrichtung ist zu wichtig, um in die falschen Hände zu geraten. Wir sollten sie besser zerstören. Macht Sinn. Macht Sinn. Macht Sinn. Wir lernen den Geistestrick da weiter. Wir nehmen das Scharfschützengewehr und das Schnellfeuergewehr. So, weiter geht's. Ah, ja. Yeah. Das sind die Primitiven. Die sehen wirklich ein bisschen primitiv aus. Auch wenn ihre Bauwerke ein bisschen episch sind für ihre Primitivität. Wie ihr gleich sehen werdet. Ja, Aussicht. Och, wer auch immer mich jetzt anschreibt, der muss jetzt warten. Und die Tarnvorrichtung ausschalten. Kannst du mir auch schon denken, wer das ist, aber ist jetzt nicht unwichtig. Ja, also. Primitive Spezies. Glaube ich weniger. Verschwinde von hier. Er spricht unsere Sprache. Ach, der hält was aus. Er hält mehr aus als die schwachen Imperialen. Bei denen muss ich richtig draufhalten mit meinen Blitzis. Schade, aber... Na gut, was soll's. Dafür sind ihre Waffen eher primitiv. Ach, gut, Zirkus. Ach. Das ist gar nicht die Spezies, das sind Nokris. Imperiale. Also jetzt muss ich das Ding zerstören. Also ich habe schon mit den Gedanken gespielt, dass das Nokris sind, aber ich war mir jetzt nicht sicher, weil ich kenne mich normalerweise in der Star Wars Galaxie recht gut aus. Aber sicher kann ich mir darüber ja nie so wirklich sein. Du kommst auch gleich dran, Stormtrooper, keine Sorge. Du hast keine Chance. Verschwinde von hier. Bra, bra. Ja, ich fühle mich mächtig. Jo, weiter geht's. Ja, okay. Wie ging denn das hier nochmal? Jetzt reinigen wir erstmal den Raum. Das war irgendein Rätsel mit dem Windrädchen. Gehen wir uns mal um, da finden wir sicher irgendwas raus. Warum werden wir runtergefahren? Kommen wir etwa von hier? Ich bin mir nicht sicher. Nein, wir kommen nicht von hier. Genau, und der Hebel wird wahrscheinlich das Windrad stoppen. Genau, so ging der Scheiß. Gehen wir trotzdem noch ein bisschen um kurz. Hallo? Okay, da können wir uns schon mal nicht durchschneiden. Dachte ich mir jetzt irgendwie auch schon, aber ein Versuch war es wert. Schauen wir mal da rein. Wow. Echt spannend. So, dann fahren wir. Hallo? Ja. Hallo? Ach, da ist ein Schalter. Ich bin blind. Upsala, mein Laserschwert. Kratz! Na, jetzt haben wir aber ein Problem. Was soll's? Jetzt wird spaßig. Wie auf Bichun, die Luftschächte. Dürfen wir da jetzt? Yay! Au! Yay! Au! Yay! Au! Es ist ein Jedi. Nein, es ist Hello Kitty. Machen wir Quick Save. Bei Kultisten kann man sich ja nicht richtig sicher sein. Oh, ausgewichen, das war ja jetzt nicht schlecht. Ich dachte, die Jedi wären stark. Na los, hä? Meins. Hm.
Nummer 2 und ich falle hier gleich runter. Das war jetzt die Knappheit in Person. Räumen wir mal auf. Hat die Nachtschicht nicht zu viel zu tun. Und die Noki mit ihren Giftwaffen hier sind schon ein bisschen nervig, weil man die auch nicht richtig abwehren kann. Das sind die Kultisten auf jeden Fall angenehmere Zeitgenossen, das mag was heißen. Meins! Ja, musste nur ein Lichtschwert benutzen, da fühlt man sich stark. Gehen wir mal weiter. Ah, okay. Der hat es verdient, dass man jetzt auch beim Quicksave macht. Um ehrlich zu sein, wir haben bloß noch die Hälfte unseres Lebens. Das könnte problematisch werden, man weiß ja nie. Ja, ein Glück haben wir Quicksave gemacht. Ja. Ein Glück haben wir Quicksave gemacht. Das erinnert mich jetzt ein bisschen an Darth Maul. Der Darth Maul ist allerdings nicht so bereitwillig darunter gesprungen. Sachen gibt es. Oh, ausgewichen. Na, was soll's. Oh. Immer diese Massengefechte hier. Ja, komm erstmal rein. Kümmere ich mich mal in Ruhe um dich. Ah. Lass mich raten. Ich habe nach dem Fight jetzt keinen Quicksave gemacht. Natürlich nicht. Na gut, dann ist diese Folge schon zu Ende. Das ging jetzt irgendwie schnell. Ist die Folge zu Ende und dann sehen wir uns in der nächsten Folge mit einem hoffentlich erfolgreicheren Fight. Auf Wiedersehen.